Hier, ne? Verschlossen, verschlossen. Erstmal brauche ich die Axt. Nee, doch nicht die Axt. Ja, ja, lass gut sein. Doch als Metall. Jetzt Holz. Ah, das sind diese Metalldinger. Hm. Wir haben die. 2000. Oh, wie sie da liegen. Ja, komm, was soll der Geiz? Boah, der ist ja gepanzert, ne? Er lebt noch. Jetzt ist er down. Wir können ja ein bisschen helfen, ne? Die gefährlichen können wir ausschalten. Alter, nein! Ein Rocker als Feral und leuchtend grün! Muss er geschaltet werden vorher. Oh, oben rum, okay. Das ist eine Katastrophe, so jetzt, ja. Das ist der Rocker. Das kann ich schon nehmen durch. Und nur Verhalle hier oder was? Hallöchen von mir. Mich einzuschlagen, ey. Das kann ich gar nicht leiden. Auch ein Feral, leuchtend grün und dann noch ein Rocker. Die sowieso schon am beschissensten sind, ne? Hier, ich verteile hätte ich mir wieder den nächsten Leben. Oh. Muss repariert werden, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Muss das repariert werden, natürlich. Der Bahnhof hier. Schaka! Burnt in hell! Ja, da war deine Stütze wohl weg, ne? Oh, Entschuldigung. Ich hab keine. Dann machen wir ein bisschen noch, komm. Ich weiß, dass ich nicht genug Ausdauer habe. Ich trinke Käffchen. Ich kann das nicht bewerten. Wo geht der Puste aus? So wie oft noch? Der lebt immer noch. Falter. Wow. Was für ein harter Knochen. So. Lootpack. Munition. Der hat sich auch tapfer gehalten, der hier, ne? Der Sparkel da jetzt an. Sehr schön. Oh! Oh, nice! Was sind da meine trüben Äuglein? Den kannst du gleich mal reparieren. Verändern. Dann machst du das Messer raus. So. Dann hier. Verändern. Ah ja, Machete Stufe 3. Sehr schön. Sehr schön, Verbesserung. Das hat sich schon gelohnt. So. Kannst du auch nochmal nachladen. So, Munition. Sehr gut. Eine wirkende Stift-Tour-Kiste. Drück die Daumen. Muss ich noch irgendwas sagen? Ich glaube, über den, wie gesagt, über den Loot brauchen wir nicht diskutieren, ne? Oh, nice. Bauplan für den Tragschrauber-Fahrwerk. Ich glaube, den Tragschrauber können wir jetzt bauen, oder? Können wir den schon bauen? Ja, das haben wir gelernt und das haben wir gelernt. Für den brauchen wir ja bloß diese zwei Teile. Wir können den Tragschrauber bauen. Sehr schön. Die ganzen Teile, davon haben wir auf jeden Fall. Zumindest in unserer Falle. Und das müssten wir auch locker zusammen haben. Sehr schön, dann wisst ihr, was wir in der nächsten Folge machen. Den Tragschrauber bauen. Ja, läuft. Beide Baupläne gefunden. Nice. Also wir haben schon super Loot gefunden, so ist es nicht. Aber wenn man natürlich auf eine Bohrer, auf eine Kettensäge oder auf den Schlagschrauber wartet und hofft, ist man manchmal sehr verlassen. Munition ja auch wieder Sachen für den Händler, ne? Oh, wir sind jetzt schon wieder fast voll, ne? Ob sich das so viel lohnt, hier noch weiter rumzurennen damit? Ich weiß es nicht. Ja, die alle Eingänge waren so zu. Okay. Ja, wir müssen trotzdem zusehen, dass wir hier Speedrun-mäßig
irgendwas reißen. So, hier, sowas können wir ja noch durchgucken. Wie gesagt, Tische oder so abbauen. Mm-mm. Also hier lasse ich jetzt auch mal dran, ne? Alter, sowas kannst du hier gleich scrappen, ey. Wobei Wasserhähne, die lohnen sich wahrscheinlich. Die würde ich noch abbauen. Das war aber wirklich das Einzigste. Und das zwei Schläge pro Wasserhahn. Da haben wir eine Wasserhahnsammlung hier, du. Also Duschköpfe sind das. Sind keine Wasserhähne, sondern Duschköpfe. Jetzt schon wieder ein Kommentar, das sind keine Wasserhähne, das sind Duschköpfe. Verrostet. Ja, letzter. Der wenigstens 18 Stück. Ne, das hat sich wirklich gelohnt. So, 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 so. Nehmen wir hier mal einen Spind. Wie gesagt, Zombies sind ja nicht mehr geklärt. Die werden dann ja gleich wieder schön auftauchen, ne? Hier haben wir noch eine Tasche. Dum, 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 dum. Ja, das war der Fake. Zack. Das war der Turmbereich. Durchsuchen. Da gab es wieder sehr viel Loot. Abbauen. Das tun wir abbauen natürlich. Da gibt es ordentliche Matzen, ne? Also da, wo es sich zu abbauen lohnt, das machen wir natürlich. Guck mal, geschmiedetes Eisen, geschmiedeten Stahl. Was willst du mehr? Okay, oben, ne? Waren die nicht vor uns hier? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, ich irre mich. Ich. Ich schrecke mich da nicht so. Was bist denn du hier? Ein Lootpack geben, finde ich nett von dir. So, Chili, darin, wo hast du denn dein Quarterback gelassen? Bestimmt wieder auf dem Dach, wa? Also, Aktion robbt wieder an, die Krankenschwester ist auch wieder dabei. Mit dem Brennstoff noch dabei. Und ich dachte, oh, die Ärztin ist da. Haben wir wieder einen Simulanten gefunden. Ja. Haben wir das jetzt hier geklärt? Erfolgreich? Freut mich. So. Ja. Da gibt's nichts. Wasser hier, bei Waschbecken und so, das lasse ich jetzt, ne? Dafür gucken wir auch in die Toiletten rein. Gut, sauber. Gut, hier die können wir natürlich mitnehmen her. Hier ist der Chemieraum. Den looten wir ganz schnell bloß. Wieder ein Büchlein. Ja, komm mit, komm auf Squappen dann zu Hause. Ich glaube, blau war auch voll, ne? So. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Wahrscheinlich wird es auch vielleicht die dritte Folge draus. Ich weiß es nicht. Ja, doch, das wird wahrscheinlich. Doch, nicht wahrscheinlich, es wird eine dritte Folge draus werden. I'm so sorry. Aber wenn, dann wollen wir es auch richtig machen, ne? Jetzt habe ich das. Ich sag nichts dazu. Jetzt habe ich wieder den Bürostuhl eingesammelt. Jetzt, oh Mann. So, hat er mit. So, Speed One, Speed One. Das Gute ist, dass wir halt einen Truck haben, der echt viel, viel Volumen hat, ne? So, hier haben wir was. Das ganze Scrappen, wir sind schon wieder fast voll. Wir sind schon wieder fast voll. Kannst du das hier auch schon mal scrappen? Das kannst du auch mal zufällig scrappen. Ja, diese 8 Dollar blödsinnige Maus scrappen. Das ist okay, das ist auch okay. Alles andere ist Blödsinn. Blödsinn! Hallo Elden, wie geht's dir? Sehr schön, hier ist wieder ein. Ne, das war schon richtig. Ein Bücherregal. Komm, das kann man jetzt auch nicht aufsammeln. Jetzt kommt gleich.
klein machen. Okay. Aber so richtig was drinne, also hinter den Bildern war nicht, ne? Muss ja an das Paket rankommen. Ausreden über Ausreden. So. Hoch geht's. Ruckel die Ruck. Alter, leck mio, leck mio. Ja, im Runtergehen. Im Runtergehen, wieder. Ein Feral. Musste ich wieder abwarten und mich treffen lassen, ne? Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Warum fallen die alle von der Decke, ey? So. Oh, ein Buch. Sehr schön. Panzerung. Lederrüstung. So. Oh, ein Bücherregal sehe ich gerade. Sehr schön. Wow! Bauplan! M60 Maschinengewehr! Gelernt! Bauplan Gewehr 2 bei Mod. M60. Aber auch Stufe 1 nur. Das müssen wir dann wahrscheinlich als nächstes mal ein bisschen. Ja! Den Motor gibt es noch 8 Motoren. Ich finde. Oh, mega! Nee, 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 drauf. Doch, hat er schon rausgeholt, den Motor. Ja, warum nicht? 8 Motoren. Nur in diesem Gebäude. Jetzt habe ich das wieder, ne? 8 Motoren nur in diesem einen Gebäude. Ist das mega. Das, was wir jetzt schon in unsere Falle reingesteckt haben, haben wir schon wieder rausgekriegt. Ja, kommt, den bauen wir ab. Da gibt's Mats raus. Ja auch schon lohnen, ne? Okay. Das müssen wir auch aus Holz. Mit. So, der braucht ja 2. Bisschen Eisen haben wir schon mitnehmen, ne? So. Ansonsten geht's weiter. Überblick ja nicht verlieren. Da waren wir. Ja, da ist. Ne, diesmal nicht. Hier war es dahinter versteckt, ne? Wie schnell der von vorne. Muss ich verarschen. Scheiße. Guck, guck. Cafeteria, deswegen ist ja die Hölle los. Ja, das ist alles klar. Ja, stimmt ja, wir kommen ja von hinten, ne? Wobei, jetzt können wir hier ganz schnell die Stühle mal aufsammeln. Die können wir dann auf einmal squappen. Wenn ich jetzt jeden einzelnen mit der Axt schwinge, das dauert dann wieder länger, ne? Pass auf. Wir sind jetzt schon wieder voll. Hehe, squappen. $8. $8, kannst du auch squappen. Gut. Aber. Warte mal. Jetzt hier. Oh, hier geht es nämlich nicht weiter, alles klar. Ja, $8, wa? Ja. Also 8 Schittungen, nicht immer Dollar.
voll, wir sind voll, wir sind voll. Prinzessin. Ja, komm, dann isst du das hier erstmal alles schön. Gönn dir. G steht bekanntlich für gönnen. So. Dann wird das erstmal. Oben auf dem Dach scheint. Das zu sein, der Vorrat, ne? Ich muss einmal runter jetzt hier. Zum Truck. Bringt nichts, wir sind randvoll, ne? Zwei Plätze haben wir. Genau, hier wo der Rucksack war, ist, war uns der ganze Loot. Okay. So, das hatten wir jetzt aber schon, ne? Auch, ja. Gut, Abmarsch. Das war's unter euch. Oh. Na gut, dass wir jetzt hier nochmal herkommen, ne? So, das kannst du eh skirben. Ja, ja, ich weiß, dass kein Platz im Inventar ist. So, ich muss ganz kurz gucken, der Truck steht da. Speed One, Teil 2. So, das hatten wir. Vorsichtshalber gucke ich jetzt hier nochmal rum, ne? Auch wenn es ein Speedrun jetzt gerade ist. Der allererste Speedrun in der Art, den wir schon mal machen, ne? Aber was willst du machen? So, looten. Oh, drei Töpfe. Ey, was will ich mit so vielen Töpfen? Wir haben es geschafft. 22 Uhr. Willst du mich verarschen? Oh nein. Oh mein Gott. Dann haben wir das jetzt auch mit drin. Dann machen wir jetzt halt Speed One und dann noch bei Nacht. Hast du die AK-47 geladen? Ich finde die AK-47, glaube ich, oder? Ja, kommt drauf an, wie viele jetzt kommen, ne? Auf dem Dach wird es ein bisschen bremselig. Da wird Panzerfaust schwer sein. Nehmen wir lieber mal die AK-47, weil wir müssten ja dann, glaube ich, auch langsam aufs Dach kommen, ne? Hier haben wir einen Notbehälter. Nimm mit mir, nicht mit mir, mein Freund. Ganz liegen bleiben, ey. Hier springen wir jetzt runter. Das heißt, wir müssen uns hier jetzt hochframen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Weil wir mehr keinen Aufräumen hier, ne? Okay. So. Hier oben war ja auch ein bisschen was los. Hier lang müssen wir. Hui, Vorsicht, langsam. Immer mit Ruhe. Ah, da hinten sind die. Ach stimmt, der hier war zu. Warum auch immer. Oder nee, das ist die Klappe. Hier müssen wir dann runter. Glied kommt. Dann ist auch noch einer. Ja. Ausgeschaltet. Oh, ein Lootpack. Nehmen wir sehr gerne. Geschafft. Vorräte haben wir immer noch nicht, ne? Aber die, ich glaube, wir sind auf der richtigen Etage, ne?
noch eine Lampe. Weil so viel Spaß macht mit der Lampe. Ne, 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 ne. Mach mal den Move hier. Ja, da müssen wir jetzt eh hin. Ja, das ist hier oben. Da, wo wir jetzt eh lang müssen, das ist gut. Ja, hier ist er versteckt. Sehr schön. Vorräte White River haben wir. Jetzt müssen wir bloß noch säubern. Und das Beste ganz schnell, weil ansonsten wir eventuell einen Nachteil haben, wenn das Spiel wieder abstürzen sollte. Ja, komm hier. Wenn du das schon verschenkst, dann nehme ich es mit. Hier werden keine Bücherregale. Hier wird nicht gerannt im Schulgebäude, habe ich gesagt. In den Wanst. Da kommt der nächste. Lass die Bücherregale. Was die gar nicht leisten, diese Regale, ey. Brauche ich diese Musik hier rein, ne? So, gut, komm. Von hier oben aus Safety erstmal die Bücherregale leeren. Na, kennen wir schon. Gehen wir leider auch schon. Okay, hier haben wir noch Bücherregale. Ein neues Buch, sehr schön. Der Schlagmann, Band 1. Mit viel Schwung lande mit dieser Methode einen Volltreffer, verursacht 10% mehr Schaden mit Knüppeln. Sehr schön. Da wir ja sehr oft mit Knüppeln spielen. Noch ein Buch, Schrotflinten-Misers. Band 5. Wartung. Lerne deine Schrotflinte richtig zu reinigen und zu warten. Schrotflinten nutzen sich 20% langsam ab. Und ein bisschen Papier gibt es noch oben drein. Sehr schön. Hier irgendwo ein Rennen. Bücher sind auch schon. Stühle sind mich erstmal so auf, ne? Ja, ich dachte dahinter. Hätte ja sein können, ne? Weiß nicht, wo die gerade rumrennen. Da. Ne, der lebt noch, oder? Ja, ja. Hat Stott gestellt. Ja, im Lau. Alter. Da baut er sich aber die Kauleiste ab, du. Ja, so versucht einer raus zum Muscheln. Wir sehen uns jetzt noch mit. Also das Schlimmste haben wir schon mal geschafft, was das Säubern angeht, ne? Oh, sehen wir mal. Da hat's schon so hier. Und dann war's das mit ihm. So, letzter Abschnitt. Oha, die Krankenschwester. Und natürlich Feral. Noch ein Feral. Das ist schon eine Hausnummer. Spontan mitten in der Nacht, ne? Ich glaube, dass wir dafür gar nicht vorbereitet sind. Schlagen wir uns ganz gut. So nicht. Da fetzt sich der auch dein Bein weg. Das kann ich dir sagen. So, das hat man jetzt. Ich wollte eigentlich das hier weghauen. Ne, Quatsch. So rum. Okay. Irgendwo ist gerade wieder einer runtergekommen, ne? Ja. Wie, hä? Selbst in der Nacht bist du lahmarschig. Oh, ein neues Buch. Die Kunst des Bergbaus. Glückstreffer. Finde mehr von dem glitzernden Zeug mit einem Lieblingstrick. Gewährt dir geringe Chancen, seltene Edelsteine und Erze zu finden. Ja, Leute. Also, nee, keine Spinne. Oh. Wo ist er? Wo ist das hässliche Vieh? Dass du mal immer durchkommst. Boah.
das hat man jetzt. Das Spiel sagt, hier ist das Aufbrechen, weil hier so ein Loch. Du musst schon die richtige Waffe nehmen, ne? Also Werkzeug. Okay, so ist für den Händler. Da hinten sind die letzten, ne? Ich würde trotzdem gerne schnell durchlooten. Mach die Tür zu, das klingt nicht gut. So, Töpfe haben wir ja genug. Nehmen wir mit. Das tut eine ganze Menge, hä? Ja. Gut. Bist du bereit? In der Nacht ist der Junkboard relativ langsam. Aber so kann man sich wenigstens den Arsch frei halten. Wenn wir jetzt hier leer looten. Rechts, links war Fudi. Fudi ist immer noch drin. Okay, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, den hatten wir. Dann komm mit. So, Spind. Okay. Jetzt ist es gewappen. $13, 94, wir sind schon wieder voll. Wir sind schon wieder voll, das ist doch nicht wahr. Was wir benutzen, dann macht das. Das ist Rezept. Das ist auch Rezept, aber ich glaube rezepteartig haben wir alles voll. Dann kannst du den Tönnig auch noch essen. Ich, der absolut kein Thunfisch mag, ne? Ach, den scrappen doch gleich. Ehrlich, das ist doch Blödsinn. Das kannst du scrappen, den sacken so ein. Der gibt Geld. Das gibt Messing. Drei Bücherregale, ne? Ja, Bücher, die wir schon haben. Aber wenigstens für den Händler. Oh. Vergrößerte Gewehrlauf Mod einmal gelernt und den Schubser Roboterkammer gelernt. Gucken wir gleich mal ganz kurz nach. Stufe 1 können wir auch mal bauen. Und das hier noch. Sehr schön. Nachtpirsche. Diebesadrenalin. Nachts, wenn das Adrenalin durch deine Adern rauscht, fühlst du nie das Gewicht deiner Beute. Nachts nie überbelastet. Wir sind überbelastet. Wir sind nachts. Wir sind nicht mehr überlastet. Sehr schönes Buch. Sehr schönes Buch. Und dafür schlage ich. Will ich eigentlich die Uhr wegschlagen? Geht nicht. Okay. Das macht mir Angst. So, das hatten wir jetzt alles, ne? Sehr schön. Dann arbeiten wir langsam Richtung dem Punkt da vorne vor. Mach's weg. So. Ja, nimm das halt mit hier. So. Ja, die Keule. Aber Tresore oder so wollen wir nicht, ne? War nicht immer Rucksäcke so teilweise in. Was bringst du? 55, 44, das lohnt sich schon. Das halt so. Jetzt nochmal rausrennen, kurz vorm Ziel. Ne, danke. Ich will mal ganz kurz hier hinten gucken. Nicht, dass wir irgendwo Rucksäcke übersehen haben. Gut, weiter geht's. Squappen. Das Ganze squappen. Ah, der Direktor ist wieder da, ne? Das ist... Ach, wieder ein 8-Dollar-Jeanshosen hier, ey. Mich wundert, dass noch kein Quarterback hier war, ne? Ich warte eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Die haben sich auch schon durchgekämpft, okay.
Inventar voll, ich verstehe es. So. So, Direktor. Kommt so raus, ganz genau so bisschen. Ja, das ist wieder der Schuss. Geht. Dann halt so, zurück zum Händler. Hauptsache Mission jetzt geschafft, ne? Jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es safe. Wir müssen das nicht nochmal machen. Freut mich. Oh, das war jetzt eine dumme Idee. Naja, gut. Hat keiner gesehen. So, den letzten Raum leer looten und dann. Oh, noch ein Buch. Scharfschütze, Hohlspitzgeschosse. Lerne, wie 7,62 Hohlspitzgeschosse gefertigt werden. Wow. Oh, der war aber vor uns noch nicht. Nehmen wir aber gerne mit. Der war definitiv vor uns noch nicht. Kurz vorm Ziel, wa? Ja, haben wir jetzt die Schule einmal bei Tag gemacht und einmal bei Nacht. Das ist kein Spaß, ich sag's euch. So, jetzt sind wir hier ganz entspannt. Jetzt ist. Das war auf jeden Fall schon ein Stück schneller, aber. Man will halt noch zu viele Sachen mitnehmen, ne? Hier. Hätte ja sein können, ne? So. Hier waren wir schon, ne? Ja. Sehr schön. So viel kriegen wir gar nicht mit hier. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich weiß, so viele brauchen wir gar nicht, ne? Warteschlange ist voll. Wir müssen noch mal raus. Das geht gar nicht anders. Aber das würde ich jetzt. Die Mats von dem Automaten würde ich jetzt ungern hier lassen wollen. Davon mal abgesehen, hier haben wir ja auch noch alles voll. Hier haben wir noch ein Räumchen. Ein Räumchen ist ein Räumchen. Kannst du schnuppern, essen. Verknuspern so rum. Blei ist okay. Ne, mach das damit. Das Bett würde ich bis hier mit abbauen, eventuell ein Geld rauskriegen. Okay. Stimmt, Baumatz. Wie konnte ich das vergessen? Ups, nehmen wir mit. Einfach scrappen, gibt mich ein Eisen. Warteschlange voll. Kartoffeln würde ich schon aufheben, die brauchen wir, ne? Wir sind randvoll schon wieder. Wir sind randvoll. So. Da steht unser Truck, der steht wenigstens nicht so weit weg. Dann lohnt sich das schon. So, pass auf. Alles. Was nicht stackbar ist und hier noch reinpasst. So, noch ein. So. Mehr geht sowieso nicht. Truck ist schon voll. Und da wollte ich hier die Gegend noch mal durchgehen. Truck ist jetzt schon voll. Truck sagt, nee, nee. Voll. Du musst ihn zum Händler in der nächsten Folge. Aber dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall so. Dann fahren wir in der nächsten Folge zum Händler. Und geben die Quest ab, holen uns eine neue, verkaufen die ganzen Sachen, dass das schon mal los sind. Und dann fahren wir zurück zur Base, machen ein bisschen was an der Falle und bauen vorher noch den Tragschrauber. Das klingt nach einem Plan, oder? Sehr schön. Die letzte Aktion. Schule. Händlerquest Stufe 4, Nummer 1. 3 Folgen. Wer hätte das gedacht? Also mindestens 2 Folgen auf jeden Fall. Durch den Absturz wurde es jetzt doch noch eine 3. Folge.
Aber dafür ist es bei Nacht, also ein bisschen was anderes gewesen, ne? Ist da oben was? Ich will mich mal... muss ich leider mal ganz kurz gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Und jetzt ist es bloß so ein Fake-Ding. Nehmen wir mal die Axt. Ach, ist der Rucksack. Schön, dass wenn man da drauf schlägt, die ganze Fahne einstürzt. Ja, super. Haben wir das auch mal gesehen? Sehr schön. Und damit sind wir durch. Jetzt sind wir offiziell durch und es ist auch anerkannt. Den hier wird schon wieder mitnehmen. Sehr schön. Mega. Zack. Wir machen natürlich unser obligatives Kreuzchen hier hin. Schon ein ganzes Ding, ne? Halleluja. So. Sehr schön. Und dann machen wir hier drüben noch, komm. Jetzt haben wir uns angefangen. Wie gesagt, dann machen wir das danach nochmal fertig. Ach Quatsch, was mache ich denn? So ein Blödsinn. Das hat man ja, ne? Dann würde ich sagen... Dann haben wir uns diese durch. So, pass auf, und dann frieren wir uns hier einfach ganz easy schneezy hoch. So, einmal Medikamente, nehme ich sehr gerne. So, das nehmen wir weg und die Wasserflasche checken wir aus. Eine ganze große, sehr schön. Ansonsten ist ja jetzt nichts weiter, ne? Sehr schön, dann haben wir das nämlich auch schon gemacht. Ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz außen rum. Dieser Baum ist komisch, dass er mitten im Gebäude weg, ne? Ach, alles klar. Kriegen sie rum, haben sie einfach das Haus gebaut. So. Noch mal kurz außen rum. Manchmal versteckt sich da ja auch noch was. Ja, wir können das auch noch mitnehmen. Ist das nämlich auch erledigt. Das zählt aber, wie gesagt, nicht zur Schule. Ne? Das ist ein eigenständiges Gebäude. Kann man aber jetzt hier auch ein X hinmachen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, war das erstmal eine neue Folge, beziehungsweise drei neue Folgen von Seven Days to Die in Staffel 4. Ich werde jetzt erstmal zurückdüsen zu Händler, beziehungsweise ich düse zurück nach Hause erstmal. Weil ich sehe gerade, wir haben gerade 1.46 Uhr gerade mal. Das heißt, wir haben noch genug Zeit. Dann düse ich erstmal zurück in unsere Base. Da würde ich euch dann zurückholen zu einer neuen Folge. Morgen. Und dann gucken wir mal. Bauen wir den Tragschrauber. Bauen ein bisschen an der Basefalle und dann zum Händler. Quest abgeben, Belohnung abholen, neue Quest holen und Sachen verkaufen. Es ist so nebig, man sieht fast gar nichts. Gut, dann war das jetzt aber wirklich erstmal eine neue Folge von 7 Days to Die in Staffel 4. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, beziehungsweise die Folgen. In dem Sinne, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Könnt auch gerne meinen Kanal weiterempfehlen und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.